bedanke mich auch, dass trotz des fast Frühling- oder sommerhaften Wetters doch einige gekommen sind zu unserem Vortrag von Tom Lechner, den ich hier auch herzlich begrüßen möchte. Tom Lechner stammt aus dem Salzburger Bongau, aus Altenmarkt. Er hat in Graz an der TU studiert und ist dann für einige Jahre zuerst nach Salzburg, in die Stadt Salzburg gegangen und dann nach Berlin, um dort in einigen Architekturbüros zu arbeiten. Darauf folgte eigentlich ein wesentlicher Schritt für die Zukunft, nämlich nicht in der Stadt zu bleiben. Du hast es einmal in einem Vortrag erklärt, dass du gemeint hast, irgendwie das weitere Leben in einer Großstadt wäre zwar eine Option, aber nicht unbedingt deine. Du wolltest eher wieder zurück zu den Wurzeln, quasi in die Heimatgemeinde, was natürlich einerseits interessant ist, andererseits sicherlich auch mit Problemen verbunden, wenn man quasi dort aufgewachsen ist, dann als Architekt zurückkommt und die Architektur den Menschen dort erklären will, die meistens wahrscheinlich eine ganz genaue, präzise Meinung haben, wie man baut. Jedenfalls, du hast das gemacht und mit Erfolg und das seit dem Jahr 2000. Am Anfang gemeinsam mit deinem Kollegen Alexander Pedewiler für 2 Jahre. Mhm. Danach jetzt mittlerweile seit 13 Jahren hast du ein sehr umfangreiches Oeuvre von wirklich sehr unterschiedlichen Bauten, die aber natürlich alle einen roten Faden haben, vom Wesen her entwickelt. Eines der ersten wahrscheinlich am Anfang wichtigen Projekte war das Österreicher Haus für die Olympischen Spiele in Turin, wo man natürlich mit so einem Projekt eine gewisse öffentliche Resonanz erfährt und das sicherlich auch wichtig ist für die weitere Entwicklung des Büros. Auszeichnungen gibt es natürlich sehr viele, da seien nur einige erwähnt, selbstverständlich der Österreichische Bauernpreis ist da erwähnt, 2008 für ein Projekt in Salzburg, das Eisenwerkareal. Gusswerkareal, ja genau. Danach gab es noch 2011, gab es noch 2 Nominierungen zum Österreichischen Bauherrenpreis. Eins davon war ein sehr schönes Projekt, finde ich, so ein Einfamilienhaus, es ist eigentlich ein Ensemble, besteht aus 2 Baukörpern, die sehr feinfühlig zueinander stehen, das mit wenig Geld auskommen musste, das Projekt aber gerade deswegen auch wahrscheinlich so konkret ist, so genau und präzise gesetzt. Es hat eine sehr konsequente Haltung, innen wie außen. Dafür gab es auch den Best Architects Auszeichnung 2012, genauso für ein anderes Projekt, das ich auch sehr schön finde. Das ist das geistliche Zentrum in Embach. Genau, in Embach. Da geht es um eine alte Struktur, ein 200 Jahre altes Gebäude, eine Stallung, zweigeschossig, unten massiv, oben in Holz, das dann sehr konsequent innen ausgebaut worden ist. Es ist außen fast unverändert, es wirkt eigentlich unverändert, ist unverändert. Und dieses Spannungsverhältnis des inneren Ausbaus mit dem äußeren ist da eigentlich sehr toll gelöst, meiner Meinung nach. Du warst aber immer in der Öffentlichkeit tätig für die Kammer der Architekten. Im Öffentlichkeitsausschuss warst du der Vorsitzende. Du warst in der Lehre tätig an der Fachhochschule in Kuchl, da hast du dich mit Holz auseinandergesetzt. In gewissen Beiräten, also zum Beispiel im Beirat, in Fachbeiräten, in 3 Beiräten jetzt aktuell und natürlich, last but not least, seit 2012 der Präsident der Landesorganisation der ZV in Salzburg. Der rote Faden oder einer der roten Fäden meiner Meinung nach in der Arbeit ist sicherlich das Aufspüren der echten Traditionen des Landes und das Fortführen dieser Traditionen mit den Mitteln der modernen Architektur. Aber ich denke, das wirst du jetzt genau erklären. Danke Markus für die Einladung bzw. Einführung und danke den Kollegen der ZV für die Einladung hierher nach Wien. Für mich besondere Ehre insofern, weil man ja am Land arbeitet, losgelöst von sämtlichen Netzwerken, losgelöst von den Unis und da so allein dahin, ich möchte nicht sagen dahin vegetiert oder dahin dümpelt, aber trotzdem eine Reflexion einmal auf seine Arbeit zu bekommen und das in dieser Art und Weise ist für uns natürlich nicht unwesentlich. Ich möchte den Vortrag beginnen mit ein paar Impressionen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das nicht genau. Danke. Landschaftsimpressionen. Der Markus hat es einleitend schon erwähnt. Also mich hat eigentlich wahrscheinlich die Sehnsucht der Natur, diese Bilder wieder von Berlin, von der Großstadt, wo alles möglich war oder vermeintlich alles möglich war, speziell am Architektursektor, wieder zurück aufs Land geführt, dort wo ich geboren wurde. Das sind die Bilder wirklich von Altenmarkt-Zauchensee, vielleicht den einen oder anderen bekannt vom Skitourismus. Und die dort vorherrschende Architektur sieht leider nicht so aus,
Das ist die traditionelle Architektur, die sich aus dem Bauernstand bei uns am Land entwickelt hat, nur von der jetzt leider am Land sehr wenig bis gar nichts mehr sichtbar ist. Diese Projekte stehen Gott sei Dank noch erhalten im Freilichtmuseum in Salzburg im Großgemein, wo man diese Gebäude von der Typologie, von der Konstruktion, von der Ästhetik, von der Atmosphäre etc. einfach auf sich wirken lassen kann und daraus auch lernen. Das war für mich wichtig, weil wie ich wieder zurückgegangen bin, habe ich mir gedacht, es ist jetzt nicht ein Davonlaufen, sondern es ist ein sich dem stellen, was da ist. Das ist einfach einmal die Natur, das ist das gebaute Umfeld, das natürlich aufgrund auch des Tourismus sich sehr stark gewandelt hat. Obwohl in der Gesellschaft das entwickelte oder weiterentwickelte traditionelle Bauen ja immer noch als Qualität gesehen wird. Ich zeige Ihnen hier ein paar Bilder. Also das ist jetzt der gebaute Alltag bei unserem Land. Das läuft auch unter traditionelles Bauen. Wenn man halt sowas einreicht, hat man überhaupt keine Probleme, die Genehmigung zu bekommen. Also es werden absolut, also der traditionelle Baustil auch mit dem Satteldach wird absolut konterkariert, weil die Volumen einfach explodieren. Die Objekte sind einfach im Laufe der Zeit gewachsen, überall zu und Anbauten und bedienen sich dann so klischeehafte Details wie Balkone etc., wobei das ja noch fast harmlose Sachen sind. Ich möchte da aber nicht näher eingehen, aber das war das Umfeld, dem ich mich stellen musste und darum war es für mich wichtig, auch noch weiter zurückgehen in der Bautradition und zu sehen, wie hat man eigentlich früher gebaut. Sehr, sehr problematisch bei unserem Land war natürlich nicht nur das einzelne Bauobjekt, das man von der Qualität her oder wo man die Qualität vermisst hat, sondern natürlich auch die gesamte Struktur, Bebauungsplansituation. Das heißt, Leitbildplanung am Land im Sinne von Entwicklungskonzepte gibt es nicht. Umwidmungen wurden anlassbezogen, sind anlassbezogen stattgefunden. Das heißt, der Bauer hat wieder ein Land gebraucht für die Kinder und der Bürgermeister hat es umgewidmet, unabhängig, ob die Infrastruktur dorthin geführt hat etc. Und dann wurden so Siedlungsstrukturen oder Typologien für den Einheimischen einfach ins Leben gerufen, wo man eigentlich auch eine gewisse Qualität im städtebaulichen Hinsicht und in der Struktur eigentlich absolut vermisst. Noch dazu gibt es eine absolute Vermischung der Nutzung. Das heißt, das ist wirklich ein aktuelles Beispiel aus Altenmarkt, die Einfahrtssituation. Man betrachtet eigentlich in diesem Blick einen sehr alten, also sehr alten Bauernhof, hier das Wirtschaftsgebäude, das Haus, wo hier das erwähnte Austragshaus schon direkt angebaut worden ist, unmittelbar daneben ein Großmarkt, Supermarkt und dann einen Steinwurf entfernt ein Wohnbau. Also solche unterschiedliche Situationen sind bei unserem Land gang und gäbe und darum war es für mich auch dann umso schwieriger oder unverständlicher, als wir mit unseren ersten Projekten in die Gemeindestuben gekommen sind und da um Genehmigung angefragt haben, dass wir da eigentlich sehr schnell wieder vor der Tür gestanden sind, weil wir einfach genau diesem Klischee nicht entsprochen haben und uns eigentlich dann unterstellt wurde, wir provozieren mit dem, was wir machen, beziehungsweise das, was hier ist, ist nicht gut und etc. Vereinzelt stehen aber dann trotzdem noch alte, sehr intelligente Gebäude, wie ich glaube. Das ist ein Gebäude aus den 40er Jahren, wenn man jetzt allein den Aspekt der Energie, wenn man allein hier den Umgang mit der Materialität ansieht, dann glaube ich, ist das ein top aktuelles Gebäude von den Proportionen, von den Ausrichtungen etc. Aber wie gesagt, das sind absolut Einzelbeispiele bei unserem Land. Wir haben dann versucht, eben genau diesen Charme, diese alten Gebäude für mich ausgestrahlt haben, also zu analysieren. Und bin da für mich selbst draufgekommen, es macht eigentlich die Einfachheit, das heißt die Intelligenz, wie mit den vorhandenen Baumaterialien, in den meisten Fällen im Stein und Holz, umgegangen wird, ohne Anspruch, irgendeinen Status erfüllen zu müssen, ohne Anspruch, jetzt einen Trend erfüllen zu müssen, sondern meistens auch wahrscheinlich aus der Not und aus der Situation heraus, einfach mit dem Vorhandenen richtig umzugehen. Und hier zum Beispiel ein Bild von einer Brückenüberbauung, das für mich einfach sehr charakteristisch ist, weil im besten Fall ist das Konstruktive gleichzeitig auch das Raumwirksame oder das atmosphärisch Wirksame. Das heißt, ich muss dann nicht nur zwingend
zusätzliche Oberflächen raufgeben, um das alles zu kaschieren. Das Pendant dazu sind solche Elemente, das ist ein Bürogebäude in New York. Ich habe da gelesen, dieser Entwurf, der über Computer generiert wurde, also zu solcher Architektur habe ich einfach keinen Zugang, weil alles das, was ich glaube, warum diese alten Gebäude so eine Seele haben, ist das, dass man einfach mit dem Material respektvoll und intelligent umgegangen ist, nicht mehr, nicht weniger. Und das kann ich einfach dort nicht sehen. Es ist interessant, dass sowas heute technisch möglich ist, es ist interessant, dass es so Investoren gibt, aber wie gesagt, mir fehlt dann in der Tiefe wahrscheinlich der Zugang. Und ich bin mir nicht sicher, ob sowas dann die Zeit übersteht. Sowas ist halt vielleicht eine Trendsache. Wir haben dann unsere Qualitätskriterien insofern für uns bürointern definiert, das respektvolle Umgang natürlich mit der Landschaft, mit der Kulturlandschaft, wer sind wir, von wo kommen wir her, wo ist das neue Gebäude zu integrieren etc., dann das Abdecken von sozialen, gesellschaftlichen Bedürfnissen, der Benutzer, Kosten-Nutzen-Kriterium ist immer ein Thema, die Wirtschaftlichkeit, dann das ganz wichtige Schaffen eines Mehrwerts der Architektur, dadurch auch Nachhaltigkeit in Form einer Wertsteigerung der Immobilie bzw. Architektur mittlerweile auch als Imageträger möglicherweise zu verstehen, weg von formalen Gestaltungsfragen, zumindest als Qualitätskriterium, und dann die Ökologie und Ökonomie natürlich. Ganz schnell unsere ersten Gebäude, die ich, wie gesagt, mit dem Kollegen Bede Wieler 2000 umsetzen durfte. Es waren natürlich im Privathausbau, wir waren ein junges Büro, hatten natürlich keinen Auftrag, schon gar keinen größeren Auftrag und wurden da vom Ort mit zwei Einfamilienhäusern beauftragt. Auf die Arbeit möchte ich im Detail gar nicht eingehen, aber mit diesen Projekten haben wir natürlich, so ist es uns unterstellt worden, provoziert, mit diesen Projekten haben wir Diskussionen angeregt, mit diesen Projekten haben wir unglaubliche Genehmigungsverfahren initiieren müssen. Wir haben da Gott sei Dank teilweise und sehr viel Rückendeckung vom Landeskulturbeirat für Architektur von Salzburg bekommen, wo wir teilweise Privatgutachten bekommen haben, dass auch diese Form bei uns möglich sein soll. Und das ist eigentlich die ersten Jahre immer wieder so gegangen. Ich glaube, die ersten 10, 15 Projekte haben wir nicht auf normalen Genehmigungsweg umsetzen können. Das heißt, immer wieder ein unheimliches Prozedere und natürlich auch ein Bauherrn, der letztendlich an die Arbeit oder an die Qualität glaubt und auch den langen Atem für diese Genehmigungsverfahren hatte. Zur selben Zeit entstand dieses Einfamilienhaus. Immer wieder dieselbe Thematik, zu schlicht, sowas ist doch kein Haus, das ist ja ein Stall, das Dach fehlt, da haben wir in der Gemeindestube um das Vordach diskutiert, beziehungsweise über die Ausgrabungen etc. Das war 2002. 2005 ist dann in Goldegg auch eine sehr, eine ganz unheimlich charmante Situation im Ortskern von Goldegg. Goldegg ist nur im Ortskern selbst ein sehr sich in Ordnung befindeter Ort, das heißt dann von der Baumasse, von der Baustruktur leider sind da solche Ausreißer, wie man sie hier sieht, aber nichtsdestotrotz gibt es da Hinterhof-Situation, die dann einen freien Blick auf den See hat und die wir da mit einem Einfamilienhaus bebauen durften, und da war vorher so ein ganz ein charmanter Obstgarten und ein alter sogenannter Eisstadel, wo das Eis aufbewahrt worden ist. Und wir haben da natürlich einen unheimlichen Konkurrenten gehabt für diese Rente, das war die Nachbarbebauung. Also, und haben einfach versucht, da eine Analogie aufzubauen und dort ein Gebäude hinzusetzen, das eben diesen Bestand respektiert und vielleicht gewisse Themen einfach weiterentwickelt. War auch nicht auf den ersten Genehmigungsweg möglich. Dieses Projekt hat dann viele Diskussionen auch landespolitisch intern angeregt und mittlerweile, erfreulicherweise, ist es, also wird es als gutes Beispiel für traditionelles Bauen, modernes Bauen am Land gezeigt. Wobei ich mich ein bisschen gegen das Moderne oder Wort modern verwehren möchte, weil ich hoffe, ich baue nicht modern, weil wenn es was heute modern ist, ist es vielleicht irgendwann nicht mehr modern. Ich hoffe, wir bauen einfach zeitgemäß und unspektakulär.
Das hat der Markus auch schon angesprochen. Das war dann das, unser Beitrag für die Olympischen Spiele 2006 in Sestriere. Natürlich eine unheimlich verantwortungsvolle Aufgabe, wenn man da, sage ich mal, Vertreter der österreichischen Baukultur sein darf und dann aber nicht in diese Klischeefalle zu tappen. Also die Vorgaben vom ÖOC waren ganz eindeutig, Satteldach, die Klischees, am besten wäre noch die rot-weiß karierte Tischdecke gewesen. Da haben wir uns aber sehr stark dagegen gewehrt und haben da versucht, einfach einen traditionellen, auch von der Konstruktion her, von den ganzen Details her, es ist ja ein temporäres Gebäude, einen zeitgemäßen Holzbau da zu entwickeln. Und hier halt einfach nochmal eine Gegenüberstellung der Bilder, wo einfach, ich glaube, das muss, diese Arbeiten müssen am Land möglich sein. Mittlerweile sind sie auch möglich, es sind jetzt 13 Jahre vergangen, ich bin 13 Jahre selbstständig. Wir haben jetzt in wenigen Gemeinden noch mehr Probleme, wobei allerdings eigentlich jetzt fast Tür und Tor für alle Schandtaten geöffnet wird, weil sämtliche Bebauungspläne sind gekippt oder es gibt eigentlich wenig Reglement, bis gar keines mehr. Und im Vergleich die vermeintliche Weiterentwicklung. Parallel zu den Einfamilienhäusern haben wir aber auch einige Gewerbeindustriegebäude entwickeln und bauen dürfen. Hier das auch bereits angesprochene Gusswerkareal in Salzburg, Büroturm und Loftbüros, Bürogebäude in Traun für die Alpine Abteilung Bahnbau. Und das ist das erste Projekt, auf das ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte. Eigentlich, weil es ein Projekt ist, das für mich in meiner persönlichen Entwicklung ganz wesentlich war. Und zwar genau diese normierte Ästhetik, was in der Architektur über Jahre eigentlich immer entweder publiziert wird, verkauft wird, als Image da gezeigt wird. Das ist für mich meistens immer an der Oberfläche hängen geblieben. Es gibt ganz wenig Konzepte und speziell im Einfamilienhausbau oder Projekte, die aus einem Konzept entstanden sind, die aus gewissen Rahmenbedingungen, wenn sie ja noch so eng sind, entwickelt worden sind, sondern man hat immer so eine ästhetische Norm erfüllen müssen, die sehr glatt ist. Und wenn man nur ein bisschen hinter die Fassaden schaut, dann war eigentlich nichts mehr da. Insofern war dieses Gebäude für mich ein sehr prägendes Gebäude oder eine prägende Arbeit. Die Ausgangssituation war, eine junge Familie hat ein Grundstück in Rallstatt. Das ist das letzte Grundstück einer sehr klassischen Siedlungsstruktur mit der unheimlichen Qualität, dass dieses Gebiet hier aufgrund der vorbeifließenden Enser Überschwemmungsgebiet ist und eigentlich zumindest in nicht absehbarer Zeit umgewidmet werden kann. Wir haben da also einen Bebauungsplan gegeben mit Satteldach und es hat die Auflage gegeben, das Geschossniveau auf 1,20 Meter anzuheben, eben aufgrund dieser Hochwassersituation. Diese Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen für die Bauherren ein kostengünstiges, effizientes Gebäude umzusetzen, war für uns eigentlich dann genau richtig, um die ganze Architektur, wie wir sie auch bis dato betrieben haben, nochmal zu hinterfragen. Wir wünschen uns von unseren Bauherren im Vorfeld, bevor wir speziell im privaten Hausbau was machen, eigentlich auch Anforderungsprofile, einerseits verbal, in den meisten Fällen aber auch geschriebene, damit sich die Bauern selbst einmal über ihre Situation im Klaren werden und wer sie sind, was sie wollen, was sie von der Architektur verlangen. Und das sollte weit über das Raumprogramm hinausgehen. Erst dann können wir auch einen Einblick über das Denken der Bauherren gewinnen. Das war in dem Fall diese Psychogramme der Bauherren, das vom Mann und das von der Frau. Das Grundstück vorher unverbaut, wie gesagt, der Blick da mit dem Grüngürtel, der parallel oder beiläufig mit der Enz mitfließt. Und hier eigentlich die klassische Nachbarbebauung von der Struktur her. Hier ist das letzte Gebäude als Ausläufer mit der Zufahrtsstraße. Der Markus hat es schon erwähnt, wir haben da versucht, die Bauaufgabe mit zwei Baukörpern zu lösen, um hier auch eine gewisse städtebauliche Situation zu schaffen. Einerseits, um den Freibereich hier von der restlichen Bebauung von Einblicken zu schützen. Und andererseits eigentlich das Ensemble mit der Höhenstaffelung der Zufahrt und des mit 20 höher liegenden Terrassen und Eingangsniveaus
eigentlich auch städtebaulich nur mehr zu unterstreichen, die zwei Giebelrichtungen, und somit ist dieses kleine Ensemble entstanden. Was die Wirtschaftlichkeit dieses Gebäudes hat uns dazu dann nicht gezwungen, sondern vom Konzept her einfach daran zu denken, auf sämtliche innenliegende Oberflächen, die in den meisten Fällen ja keine Funktion mehr haben, zu verzichten. Das heißt, es war sehr früh das Konzept, dass wir sagen, wir bauen ein konstruktives Massivholz und lassen aber alle Oberflächen dann sichtbar. Das heißt, sämtliche Leitungsführungen wurden auf Putz hergestellt bzw. im Boden. Und zwar klar, dass alles, was auf der Baustelle passiert, alle Anschlussdetails eigentlich dann nicht mehr kaschiert werden konnten. Und genau mit diesem Konzept haben wir dann versucht, auch die zu erwartende Atmosphäre da ein bisschen im Vorfeld auch zu simulieren. Es ist dann so weit gegangen, dass wir zum Beispiel normierte Fußboden aufbauten, die halt, glaube ich, niemand mehr recht hinterfragt, auch da hinterfragt haben. Wir haben einfach mal die Bauherren gefragt, ist es für euch wichtig, dass ihr dann Schallschutz habt zwischen den zwei Ebenen? Und dann haben sie uns gefragt, was das halt kann. Und irgendwann haben wir dann gesagt, eigentlich brauchen sie es nicht. Und wir machen ganz einen klassischen Aufbau, Balkendecken, 4 cm Massivholzbalken drauf. Eigentlich wie es früher auf die Almen war. Das heißt, jeder Schritt hört man natürlich, wenn man oben geht, unten. Und am Abend, wenn unten das Licht eingeschaltet ist, geht es nur durch die Fugen, weil das Massivholz natürlich je nach Situation Winter und Sommer quillt bzw. sich ausdehnt. Und genau diese Elemente sind es dann, die einfach den Raum jetzt so unheimlich charmant machen. Zusätzlich ist das Raumprogramm total unkonventionell. Es gibt fast keine Räume oder keine abschließbaren Räume bis auf die Toilette. Die Toilettenbereich, alles andere ist ein offener Raumfluss. Es gibt auch kein klassisches Schlafzimmer, es gibt so Schlafkojen, ein ganz großes offenes Bad. Und diese Aspekte mit dem konstruktiven Ansatz waren dann ausreichend, um hier ein interessantes Gebäude an den Tag zu legen. Die Hülle außen haben wir aber trotzdem sehr gut gedämmt. Das heißt, das Haus ist jetzt nicht gerade nachgerechnet, aber ist zumindest von den U-Werten passiver Standard. Das heißt, diese Ansätze versuchen wir natürlich einzuhalten, beziehungsweise versuchen wir nicht irgendwas technisch Unintelligentes oder fast vielleicht sogar Dummes zu machen. So, das waren dann auch die Bilder, die wir im Vorfeld versucht haben, mal darzustellen, dass man genau gewusst haben, wo laufen die Balken, wie werden die abgeleitet, die Lastableitung. Wir haben die Treppe mit dem Abfallholz der Wände, das ist eine Brettsperrholzplatte, 12 cm stark haben wir da einfach verwendet, und so ist der Raum eigentlich konzipiert worden. Auch alle Möbeln wurden in die Architektur bereits integriert. Der einzige Küchenblock, der in dem Fall nachher noch betoniert wurde, aber sonst ist der Großteil eigentlich schon in die Architektur integriert worden. Auch Leitungsführungen wurden im Vorfeld richtig positioniert, und sowas ist einfach dann wichtig, damit man eben dann keine Überraschungen hat, beziehungsweise dass man in einem frühen Stadium noch auf gewisse Sachen eingreifen kann. Ist auch bei so einer kleinen Arbeit, glaube ich, ganz wichtig und wesentlich. Dann war Baubeginn, aber Eindrücke, das war ganz interessant. Es gibt die Bodenplatte und der vorher erwähnte selbstbetonierte Küchenblock. Das Haus war noch gar nicht da, aber die Küche ist da schon gestanden. Sehr hohe Eigenleistung von dem Bauherrn selbst. Das hat es nur zusätzlich sehr charmant gemacht, weil die einfach eine unheimliche Beziehung zu dem Haus bekommen haben. Das Gebäude ist in 2 Tagen ist es im Rohbau so mit den Massivholzplatten gestanden. Und das Thema der Fassade war dann noch ein wesentliches, das wir eigentlich auch über einen Prozess entwickelt haben. Die Bauherren selber waren dann auch so engagiert, und irgendwann sind wir auf eine alte Tradition, auch von den Bauern, auf die sind wir gestoßen, und zwar das Gerben der Fassade. Früher haben wir eigentlich im Holzschutzbereich an der Fassade das Gerbverfahren angewandt. Wir haben dann versucht, das auf die jetzige Zeit, also von den Mitteln her, zu transportieren, haben nichts anderes genommen als herkömmlichen Hesperidenessig aus dem Supermarkt, haben da ein paar Tage Stahlwolle reingelegt, damit sie die Eisenpartikel aufgelöst haben, und haben das dann vermischt mit schwarzem Tee,
und Sie sehen die unterschiedlichen Farbschattierungen haben den dann ganz eine interessante Optik verliehen. Und das Gebäude steht jetzt 2-3 Jahre und ich war letzten Wochenende noch wieder dort und es hat eigentlich Gott sei Dank nichts an der Intensität dieser Farbe verloren, weil wir haben auch ein anderes Gebäude gemacht, wo wir die Fassade angebrannt haben und verkohlt und da hat leider der Verwitterungsprozess die Rußpartikel ausgewaschen und dann ist die Fassade eigentlich also ein bisschen fad geworden. Wie gesagt, Sie sehen da noch die Zutaten, das haben wir da gemischt und einfach mal probiert. Und genau für solche Experimente waren die Bauherren offen und das war einfach unheimlich charmant. Im Innenbereich, wie gesagt, sichtbare Leitungsführungen, der Boden im Erdgeschoss, einfach die monolithische Platte, gar nicht einmal geschliffen, ganz fein abgezogen und dann geölt und im Inneren auch Weißpigmentöl, weil das die sichtbare Brettsperrholzplatte ist in Fichte, wo wir versucht haben, diesen fichtentypischen Bild dann eigentlich etwas zu kaschieren. Bilder vom fertigen Projekt. Und interessant, wie gesagt, bei der Genehmigung überhaupt kein Problem am Plan, Plangrafik, Satteldach war da, Dachneigung war da, dass es kein Vordach gibt, war denen wahrscheinlich gar nicht so auffällig und dann ist aber die schwarze Fassade gekommen und dann ist er natürlich durch den Ort Aronin gegangen, aber mittlerweile sehr akzeptiert und problemlos. Sie sehen da den Blick raus in das unverbaute Grünland, den Betonblock und auch die Möbel, die Küche, die man hier da ganz einfach mit Dreischichtplatten da bauen konnten, die Leitungsführungen sichtbar. Hier diese Wandoberfläche, weil hier die Dusche steht, mit Muschelkalk verkleidet und eine Wandheizung integriert. Die Badezimmermöbel sind verzinkter Stahl. Und das sind jetzt noch ein paar Fotos ein Jahr später. Sie sehen da ganz eine leichte, das ist die Wetterseite, ganz eine leichte, also ein Verlust der Intensität der Farbe, aber trotzdem noch sehr guten Ausdruck und für mich sehr erfreulich, wie er die Bauherr mit dem Garten umgeht, also gar nichts übergestylt, das ist die Natur herrscht einfach hat einen unheimlichen Flair, eigentlich die Grundidee des Gebäudes ist eigentlich jetzt aufgenommen worden, so wird das Haus bespielt, so wird es bewohnt, auch jetzt, wie gesagt, das ist der aktuelle Wohnzustand in dem Haus. Kontrollierte Wohnraumlüftung. Gut, parallel zu dem Gebäude, zu dem Einfamilienhaus ist diese kleine, aber denke schon feine Arbeit entstanden und zwar ein Umbau, eine Revitalisierung oder sagen wir, nicht eine Revitalisierung, sondern ein ins Leben zurückholen einer uralten Bausubstanz für die Kirche in Ginzgau im sogenannten Embach. Da gibt es eigentlich diese Typologie vom Pfarrhaus, Kirche und dann dieses alte Wirtschaftsgebäude. Da hat die Diözese einen Wettbewerb veranstaltet. Dieser Stall ist unter Denkmalschutz oder steht unter Denkmalschutz. Und dieser Wettbewerb war die Aufgabe, diesen Stall von der Nutzung her oder so umzubauen, dass es wieder herkömmliche Nutzung möglich ist. Das ist schon grundsätzlich einmal ein ganz schwieriger Ansatz, weil diese Gebäude einfach nicht für unsere heutigen Nutzungen konzipiert worden sind. Da brauche ich noch gar nicht über Bauphysik und technische Details sprechen. Auf alle Fälle war das eine Situation, wo ich bei der Begehung zum Kolloquium schon diese Situation vorgefunden habe und innen da wirklich, wo noch die Kühe, die Schweine drinnen waren, jetzt hat das natürlich keinen Charme, aber wenn man dann raufgeht zum Blockbau, dann sieht man einfach unheimlich schöne Details, wenn Sie da die Verbindungen anschauen. Das ist einfach ein ganz normales Wirtschaftsgebäude gewesen. Und das denkt man, wahrscheinlich haben Sie da die Zimmermeister einen Jux gemacht und gesagt, jetzt schnitzen wir mal sowas rein und sowas. Und mit jedem Schritt und tieferes Erkennen dieser Bausubstanz habe ich aber gleichzeitig schon sehr wehmütig in die Zukunft geschaut, dass ich mir gedacht habe, leider wird von diesem Charakter, von dieser Ausstrahlung sehr wenig mehr übrig bleiben, weil wir es natürlich dämmen müssen. Wir müssen es bauphysikalisch in unsere jetzige Welt transportieren etc. Und es war da dann dieses Bild, ich glaube, ich habe dieses Bild
Das war so der hintere Bereich. Ich glaube, von der Emotion hat das vielleicht eine oder andere in seiner Kindheit miterleben dürfen. Ich habe es oft miterlebt, so das Reintauchen in so Heustadeln bei uns am Land, wo dann das Licht so durch den Blockbau durchfällt und eigentlich eine unheimliche Atmosphäre und Ausstrahlung darstellt. Und genau dieses Bild habe ich eigentlich schon verloren gesehen. Und das war eigentlich wahrscheinlich die Motivation, ein Versuch anzugehen, dieses Bild zumindest in einem Teilbereich des Gebäudes zu erhalten. Und das war dann die Entscheidung, dass wir, das Bild war von da hinten, von dieser hinteren Ecke. Und bei uns war die Entscheidung, dass wir das Treppenhaus, den Eingang und den Zugang nach oben absolut kalt sehen und bautechnisch und bauphysikalisch nicht sanieren. Das war natürlich für den Bau, das war auch einerseits der Grund, warum wir dann den Wettbewerb gewonnen haben, andererseits war das aber für den Bauherrn dann auch im Nachhinein unheimliches, wie soll ich sagen, auch einmal zurechtkommen mit dem, dass es da auf die Treppe reinschneit. Und es schneit da rein. Und das ist aber spannend, dass es da reinregnet. Und von der Nutzung her war es so, dass der obere Bereich einfach ein Multifunktionsraum sein sollte, eben für Ministranten, für Jungschar, für kleine Veranstaltungen, Lesungen etc. Das heißt, den oberen Blockbau haben wir innen mit einer vorgesetzten Schale gedämmt. Das heißt, wir haben hier eine große Verglasung, auch der wärmetechnische Abschluss des Gebäudes ist hier. Und hier eine große Verglasung, dass ich auch in diesem Raum eigentlich plötzlich nicht an einem anonymen Raum bin, sondern immer wieder mit diesem Blick in diese vielleicht auch Bautradition hier diese Atmosphäre da in den Raum mitnehmen kann. Im unteren Bereich ist die thermische Hülle innen, auch wieder innen, nur in diesem Bereich, alles andere ist thermisch kalt. Und hier haben wir als Ponton oben zum Holzbau innen die Hülle in Lehm gemacht, und zwar in Zusammenarbeit mit Martin Rauch aus Vorarlberg. Da haben wir dann auch die Bewohner vor Ort abholen können, weil wir haben den Lehm dort gemeinsam gewonnen. Wir haben das dann in gemeinsamer Arbeit, die Stampflehmwände aufgebaut, und da ist dann eigentlich auch eine sehr hohe Akzeptanz für diese Architektur und letztendlich auch für den Ausdruck dieser Oberfläche entstanden. Interessant, der Pfarrer wollte beim Wettbewerb, es war auch ein Carport gefordert in diesem Ensemble. Witzigerweise waren wir das einzige Büro, das kein Carport gebaut hat, weil es wäre einfach nicht möglich für mich, da ein Carport draufzustellen. Und das war noch ganz, ganz lange Diskussion, weil das sehr persönlich genommen, warum ich ihm den Carport vergönnen, wenn um 6 Uhr in der Früh bei 1,20 Meter Schnee wieder in die Kirche muss. Jetzt mittlerweile, glaube ich, haben sie verstanden, wie man mit dem Gebäude umgeht. Und es ist, wie gesagt, eine kleine, feine Arbeit und für mich auch wieder ein Schritt, wo ich mich einfach weiterentwickelt habe. Auch nochmal in dem Fall mit dem Lehmbau etc. Das war nochmal ein Bild vom Wettbewerbsbeitrag im Erdgeschoss. Ist der Raum der Stille als Thema gewesen. Und so sind jetzt die Bilder des fertigen Projektes. Das ist jetzt der kalte Zugang, ganz bewusst auch diese Tür steht Tag und Nacht offen, weil es soll ja auch einladend sein, es ist da jeder, es gibt da, geht da ein Pilgerweg vorbei, sollte da reingehen. Das ist das, die eingestellte Treppe, eher als Möbel da in diesem Blockbau, diese atmosphärische Stimmung. Hier sehen Sie im Erdgeschoss den Zugang zu diesem Raum der Stille. Es gibt hier auch ein kleines Zimmer. Man kann hier Exerzitien machen und sich mal für ein paar Tage zurückziehen. Hier wird eigentlich nur mehr die Lehmwand und diese ganz eingebauten Möbel, dieser Schrank als Raumteiler in der Materialität wirksam und teilweise noch die alten Balken. Ist das kleine Zimmer? Hat, glaube ich, 6 Quadratmeter. Und das ist der Raum, wo man dann noch als Mehrwert den Künstler Scherübel gewinnen konnten, der dann hier nochmal diese Schale da als Kunstobjekt gemacht hat. Der obere Raum, der Multifunktionsraum. Und der Blick hier in diesen Raum, in das kalte Treppenhaus,
der dann auch für den Baum innenliegend wirksam wird. So eine ganz andere Arbeit, damit nicht der falsche Ansatz erweckt wird. Wir bauen nur in Holz, bauen wir auch in massiv, also in dem Fall in Beton, Ziegbeton. Ganz eine interessante Aufgabe aus mehrerlei Hinsicht. Einerseits grundsätzlich die Frage, ist es noch vertretbar, in so einer unheimlich schönen Naturlandschaft ein Einfamilienhaus zu bauen? Andererseits, wenn ja, wie geht man mit diesem, mit dieser Bauaufgabe um? Und wir dürfen da ein Einfamilienhaus in einer Ecke am Attersee bauen. Und zwar hat es an diesem Grundstück ein Einfamilienhaus schon gegeben, das unser Bauherr erworben hat und eigentlich relativ zufrieden war, bis auf das, dass er eines Tages einen großen Riss da im Haus entdeckt hatte. Und er hat den Riss dann ein, zwei Jahre überprüft und beobachtet, um sicherzugehen mit geologischen Gutachten, dass nicht der Hang rutscht, sondern dass das Gebäude einfach im Fundamentbereich irgendwas hat. Er ist dann an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir das einerseits sanieren können und gleichzeitig das Gebäude einfach ein bisschen up-to-date machen. Und ich habe gesagt, nein, es geht in keinem Fall. Das Haus, so wie es ist, ist es wahrscheinlich okay. Es ist einfach sehr solide gebaut, bis auf den technischen Mangel. Vom Ausdruck her ist es einfach eine Konsequenz in einer gewissen Richtung. Und ich habe gesagt, ich kann da nicht irgendwo eingreifen. Das wird zu keinem Ende führen. Es war dann eigentlich so, dass der technische Mangel am Gebäude sich so herausgestellt hat, dass über die Jahre eine nicht angeschlossene Fallleitung, Regenrohrfallleitung, das komplette Fundament unterspült hat und somit unterschiedliche Setzungen waren und eigentlich fast eine unreparable Situation war, wo sich dann der Bau entschlossen hat, den oberen Bereich abzutragen und da dann ein neues Gebäude aufzusetzen, hat uns dann einmal mit einem Konzept beauftragt und wie gesagt, die untere Situation gleichbleibend und dann einen neuen Gebäudeteil darauf zu setzen und dann war eben diese erste Frage, wie geht man mit diesem unheimlichen Naturraum um, wo es schon eigentlich 360 Grad das schönste Naturpanorama gibt, wo man gar nicht weiß, in welche Richtung dass man sich drehen soll. Und dann war eigentlich einerseits der Ansatz von der Materialität, da müssen wir was oder möchte man gerne was Massives, in dem Fall Beton hinsetzen und man möchte eigentlich zu dem unglaublichen Naturraum einen gefassten, adäquaten ein adäquates Pendant dazu bilden, also ein Atrium. Und somit ist das Gebäude in der Typologie so entstanden. Wir haben das dann weiterentwickelt, haben dann die alten Gebäudeteile also auch versucht, auch in die Form zu integrieren. Und dann haben wir das umsetzen dürfen. Und Sie sehen hier einfach unglaubliche Bilder, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Die komplette Bewährung der Bodenplatte, alles ist durchgerissen worden. Und das, wie gesagt, nur wegen diesem nicht angeschlossenen Fallrohr. Es war dann die Baustelle, es hat dann ergeben eigentlich beim Abbruch, dass die Substanz eigentlich mehr kaputt war als eigentlich angenommen. Das heißt, letztendlich war hinten ein kleiner Lagerraum, den wir erhalten konnten, aber das war weder wirtschaftlicher Hintergrund noch sonst was. Wie gesagt, interessant war dann die Materialitätssprache, die wir da in diesen Naturraum setzen wollten und das war, wie gesagt, das Material Beton, aber nicht jetzt in seiner Anmutung jetzt vom Schalungsbild her, vom Ankerbild her, sondern wir wollten eigentlich das kaschieren und wollten eine sehr monolithische Baukörper erzeugen und haben dann versucht, das zu stocken, wo wir mit dem Ergebnis letztendlich ganz gut zufrieden waren. Als weiteren Schritt würde ich eher das Verfahren des Spitzens anwenden, weil in dem Fall haben wir die Bewährung, also zu wenig Betonüberdeckung gehabt, dass die Spitzen einfach nicht möglich waren. Kombiniert dieser Beton mit dem Holz wurde dann das Gebäude errichtet, da gibt es ein paar Baustellen und wir haben eigentlich so die Idee gehabt, alles was innerhalb dieses massiven Volumens ist, alles was da ausgeschnitten ist, sollte in Holz ausgekleidet werden. Und so stellt sich das Gebäude jetzt da. Die Zufahrt am oberen Bereich, sehr unauffällig und unspektakulär. Dann der vorher erwähnte Innenhof, in dem man noch so einen Wasserbrunnen
konzipiert haben, der eigentlich auch akustisch ein unheimlich starkes und wichtiges Element ist, weil der Schall da sehr stark ist. Der bewusst gesetzte Baum als Pendant, auch innen in sich Beton, wurde ein Raum oberhalb dieses Atriums positioniert mit Blick auf den See, der als Meditationsraum fungiert. Und das ist der Innenraum mit den unterschiedlichen Ausblicken und dadurch auch unterschiedlichen Qualitäten. Und das vorher und nachher bilden. Und es war uns eben wichtig, dass das Haus nicht in die Höhe geht, wie es das Gebäude, sondern dass es einfach im Hang da anschmiegt. Parallel haben wir eines unserer größten Projekte bis dato umsetzen dürfen. Das ist die Stahlbaufirma Pineda in Arzbach. Insofern eine interessante Bauaufgabe, weil die Anforderungen an das Raumprogramm eigentlich von so einer hohen sozialen Kompetenz des Auftraggebers zeugt. Und zwar ist es da nicht nur gegangen, um 250 Arbeitsplätze zu bauen, sondern zusätzlich gibt es da einen betriebseigenen Kindergarten, es gibt Sozialräume, es gibt Meditationsräume, es gibt ein eigenes kleines Hotel. Es gibt keine Kantine, strengstens verboten war es Kantine zu nennen. Es gibt ein Restaurant, wo Jungköche da kochen können und eigentlich für das ganze Inventar nichts zahlen müssen und dafür eigentlich für den Arbeiter ein Menü mit ein leistbares Menü kostet 6,90 Euro mit qualitativen Zutaten erstellen soll. Und so war einfach das ganze Objekt einfach getragen von einer sozialen Kompetenz und das dann in eine Architektursprache zu bringen, war eine große Herausforderung. Einerseits und andererseits das Gebiet oder das Areal, wo sich die Firma Pineda befindet. Pineda ist bekannt für Stahlbauen, wahrscheinlich für die Feuerschutztüren. Und zwar ist das Arzbach in der Nähe von Schwanenstadt, ein ganz kleiner Ort. Und da hat die Firma in den 20er Jahren mit einer kleinen Schlosserei hier begonnen, hat sie dann so sukzessive erweitert, zumindest dieser Standort, es gibt auch noch andere Standorte. Und es war im Vorfeld große Diskussion, ob der Standort der richtige ist, hier eigentlich so alle Subunternehmen in eine Zentrale, in die Pineda Basis hierher zu bringen. Und letztendlich haben sie die Eigentümer entschieden, dass eigentlich sie laufend von diesem Ort bekommen haben und jetzt auch für den Ort wieder was zurückgeben wollen. Eben das Restaurant ist öffentlich, der Veranstaltung soll passieren, Veranstaltungen, die die Gemeinde stärken, die Konferenzgemeinde genutzt werden, etc. Und dass eigentlich das fortgeführt wird, was in dem Fall der Oper der jetzigen Chefs in den 20er Jahren begonnen hat. Unser Bauplatz war eigentlich, dass dieser Bereich wurde geschliffen, abgetragen und hier eigentlich das neue Bürogebäude zu positionieren. Sie sehen hier die bestehenden Hallen und hier der Anbau direkt auch an die Ortseinfahrtstraße zu legen. Das war natürlich jetzt vom Volumen her, das sie da zu erwarten war, nicht sehr oder sehr sensible. Und ein sehr sensibler Umgang war da gefordert. Und der erste Ansatz war das, dass man auch dass man das Gebäude auf einer natürlichen, ganz leichten Geländekupierung so positioniert, dass man unterirdisch aufgeständert parken kann und dann eigentlich mit der Eingangsebene hier an die Ortsstraße anschließen kann. Dann haben wir vom inhaltlichen Abarbeiten der unterschiedlichen Themen haben wir den Ansatz gehabt, es gibt einen großen öffentlichen Schnittstellenbereich, um nicht zu sagen, also eine Kommunikationsschnittstelle, wo Kommunikation provoziert wird, wo sich die Wege treffen, das ist eine mehrgeschossige Halle, in dem dann diese klassischen Regelgeschosse, dreigeschossige Bürotypologien dann an den Bestand bzw. da in den Grünraum raus entwickeln. Auch hier haben wir versucht, zum Ponton dieser dieses unglaublichen Naturraums in der Umgebung, gefasste Natur- und Innenhöfe zu konzipieren, in Zusammenarbeit in dem Fall mit den Landschaftsarchitekten 3:0, wurden da unterschiedliche Themen aufgegriffen und als Gesamtes dann, glaube ich, eine ganz interessante Situation
an den Tag gelegt. Die Sonderfunktionen wurden hier am Kopf abgewickelt, wie gesagt, Restaurant, Seminarbereiche, ein kleines Hotel, wo man auch hier einen direkten Zugang hat und das unabhängig eigentlich von dem normalen Tagesablauf funktioniert. Modell, Baumassenstudien, wie geht man mit der Baumasse um, und dann war natürlich auch in dem Fall das Material Stahl ein wesentliches, mit dem dieses Gebäude konzipiert werden sollte, und Stahl in Kombination mit Beton. Und das Wichtigste bei so einem Bauwagen ist natürlich auch die Fassade, und da haben wir versucht, relativ zu Beginn, also abstrakte Fassade einmal zu präsentieren, die eigentlich im Prinzip noch nicht viel sagt. Für mich sagt es aber letztendlich doch viel, weil es einfach dieses große Volumen eigentlich sehr weich in Erscheinung treten lässt, und da haben wir dann gemeinsam mit der Firma entwickelt, was kann das sein, und es für mich war es relativ schwierig, so die Assoziation so Ketten, ein Kettenhemd, so ein Kettenvorhang, das wir dann auch tatsächlich so umgesetzt haben. Das heißt, das ist die jetzige Fassade, Edelstahlblech gekantet und eine gewisse Perforierung der Fassade so angebracht, dass die horizontalen Kanten immer unterbrochen wurden. Das heißt, dadurch wird auch die vertikale Stringenz unterbrochen und meiner Meinung nach sehr, trotz des Volumens, eine sehr interessante, weiche Fassade. Integriert in diese geschlossene Straßenseite wurden zwei Elemente, die mittels, das ist der Stiftungssaal, die mittels Lamellen dann aufdrehbar und klappbar sind. Wir sehen das hier in dem Bereich, und da sieht man auch ansatzweise dieses Edelstahlblech. So liegt es jetzt in dem Landschaftsraum drinnen. Die unterschiedlich konzeptionierten Höfe, teilweise zugänglich, teilweise nur als Vitrinen zu betrachten. Innen, Eingangssituation, Foyer. Hier ist der Sitzungsstiftungssaal, der Blick in die Halle, wo auch die Regeln in der Fassadensprache eigentlich in die Halle reinreichen. Es ist ein Büroriegel, klassisches Regelgeschoss in der Mitte, Zonen, Funktionszonen und links und rechts Büros. Das ist Schulungsräume mit im UG eingeschnittenen Atrien, Stiftungssaal. Ein relativ aktuelles Projekt ist im Herbst fertig geworden, ist die letzte Bauetappe des Gusswerkareals in Salzburg. Das Verfahren dazumals, das war das Areal, da haben Sie von uns den Turm und die Loftbüros gesehen. Das Verfahren, ich glaube 2005 oder 2006 war das ein Wettbewerb, den wir gemeinsam mit Forsthuber Scheitauer gewinnen konnten. Also es wurden da zwei Büros als Sieger gekürt. Und wir haben diesen Wettbewerb dazu mit den Kollegen Schuster und Maul gemeinsam bestritten. Das heißt, es haben von Anfang an mehrere Architekten an dem Areal gearbeitet. Das war eigentlich aber ganz interessant, weil die unterschiedlichen Hallen eigentlich eine gewisse heterogene Architektur und formale Sprache verträgt oder vertragt haben. Und wir haben das städtebauliche Leitkonzept, wurden wir beauftragt, und unter anderem auch diese zwei Baukörper. Und vor zwei Jahren ist dann der Bauherr an uns nochmal herangetreten, dieses Areal eigentlich im Sinne der Dichte auszunutzen. Das ist einfach die wirtschaftliche Notwendigkeit. Und nach Rücksprache mit dem Salzburger Gestaltungsbeirat war dann ein nochmaliger Wettbewerb in der normalen Form nicht mehr notwendig, sondern es hat da ein sogenanntes moderiertes Verfahren gegeben, und zwar mit diesen vier Büros, die eben bis dato an dem Areal gearbeitet haben. Und es hat eine Abmachung gegeben, eine offizielle Abmachung, dass jedes Büro ein Konzept entwickelt und die Umsetzung des Konzeptes aber wieder in einer AG basiert. So, das heißt, dass es von Anfang an keinen Verlierer gibt, jeder ist da mit im Boot, und so war einfach in keinster Weise ein Konkurrenzdenken. Und wir haben dann da auch in diesem Fall das
Projekten entwickeln dürfen, den städtebaulichen Ansatz. Das ist das Schaffen eines neuen Clusters, der einfach von der Typologie und Analogie des Städtebaus am Ort ausgeht, das heißt des Gassenplatzprinzips, von dem eigentlich das ganze Areal lebt, hier auch wieder aufzunehmen, das in Form eines Clusters und dann in der Körnung auch auf die Umgebung zu reagieren und die dann auch so auslaufen lassen, um hier eigentlich auch nochmal eine Eingangstor-Situation auch für das ganze Areal zu schaffen. Der Ansatz war natürlich wieder, industrielle Architektur anzubieten. Das ganze Areal lebt davon. Mittlerweile hat sich da sehr stark die Modebranche etabliert mit diesen alten Hallensubstanzen, mit dieser sehr rohen Industriearchitektur, die hat sich da sehr gut damit identifizieren können. Und das war auch die Anforderung an dieses neue Objekt. Das heißt, überhaupt kein hochgezüchtetes Büroobjekt, sondern wirklich ein raffes, konzeptives, in die konzeptive Industriearchitektur zu schaffen. Wir haben dann den ganzen Cluster auf einen Massivsockel gesetzt, auf einen zweigeschossigen Sichtbetonsockel, der auch im Gelände vermittelt, weil eine natürliche Geländesituation und Geländesprung von einem Geschoss am Grundstück vorherrschend war. Und darauf haben wir dann, wie gesagt, in dieser gewissen Körnung transluzente Baukörper gesetzt mit einer Polycarbonatfassade, um hier eigentlich diesem Industriecharakter vom Ausdruck zu entsprechen. Hier war unser Wettbewerbsmodell, also dieser Betonsockel, auf dem dann diese, auch in der Staffelung von der Höhe her, diese Einzeltypen dann zu liegen kommen. Und es hat dann städtebaulich sehr interessante Ein- und Ausblicke an diesem Areal gegeben. Wir haben dann versucht, das einmal sehr abstrakt, aber trotzdem mit einem gewissen Image einmal versucht zu transportieren, was wir da erreichen wollen. Das heißt, wie gesagt, der Sichtbetonsockel, der auch teilweise dann den Brandüberschlag speziell zu den bestehenden Nachbargebäuden löst. Das Gebäude von hinten und der Innenraumcharakter. Das heißt, einfach ein Skelett, Betonskelettgebäude mit vorgehängter Polycarbonatfassade, der dann noch räumlich über Lufträume da vermittelt und so eigentlich einmal grundsätzlich neutrale Fläche anbietet für den späteren Nutzer, die so flexibel ist, dass hier in den Tragachsen immer trennbar, abtrennbar ist. So, dann Baustelle, Sie sehen hinten die alten Gebäude des Gusswerkareals. Der Sockel war in zweischaligen Beton ausgeführt, das heißt mit Kerndämmung. Im Detail ganz interessant. Hier war ein Prototyp der Fassade. Und hier die ersten Innenraumstimmungen und letztendlich das fertige Objekt. Das waren die Schwerte für den Brandüberschlag von Nutzungseinheit zu Nutzungseinheit. Hier ist zum Beispiel so eine Brandwand gegenüber dieser alten Substanz. Stiegenhäuser. Sie sehen da auch die Betonqualität, wollte man einfach bewusst sehr industriell. Situation. So, das letzte Objekt, nochmal zurück, Material Holz, auch ein relativ aktuelles Projekt, fertiggestellt, auch letztes Jahr im Dezember, ein dreigeschossiger Holzbau, in dem Fall Massivholzbau in St. Johann, für den Maschinenring ist vielleicht der Begriff, ist eine Firma, die sich einfach mit Dienstleistungen vom Bauernstand her sehr gut etabliert hat. Es ist unglaublich, was dieser Maschinenring mittlerweile in den Wald legt. Ich muss gestehen, ich habe das vorher auch eher belächelt, aber es sind sehr interessante Synergieeffekte, die da entstanden sind. Eine Situation, ganz klassische Baulücke entlang der Bundesstraße, hier gibt es das Postauslieferungslager, ein sehr banaler Industriebau, und hier gibt es ein ganz klassisches Landgasthaus,
eine Hangsituation. Und die Anforderung vom Bauherrn war von der Nutzung her ein absolut hierarchieloses Gebäude, das heißt auch von der Größe der Büros, und das war natürlich jetzt für mich super, das Büro wirklich aus der Bürozelle zu entwickeln, das auch wieder im Hinblick auf den Holzbau dann wirtschaftlich sehr wesentlich war. Und wir haben dann eigentlich so ein Zwei-Mann-Büro entwickelt mit diesem statischen Raster und haben das in Form dieses Windmühlenprinzips um einen massiven Kern entwickelt. Die einzige Ausnahme ist die Eingangssituation, die sie über zwei Geschosse dann mit einem Luftraum verbindet, der eine gewisse Schnittstelle nach außen dient, aber ansonsten, wie gesagt, sind alle Gebäude gleich von der, oder alle Räume gleich von der Hierarchie. Es gibt dann umlaufende kleine Balkone, die nicht jetzt nur eine zusätzliche Qualität im Außenraum darstellen, sondern auch einen konstruktiven Holzschutz haben und im Sinne der Wartung der Fassade auch dienlich sind, wobei man einfach aber auf diese Balkone nur von den neutralen Erschließungsgängen raus kann und nicht von den Büros selbst. Wichtig war, und das war auch immer wieder Argumentation, dass das Holz dann abwittern kann, da fehlt halt noch viel. Hallo? Der Luftraum im inneren Bereich und der vorher erwähnte massive Innenkern, den wir als Ponton dazu wieder in Beton errichtet haben, in dem Fall haben wir gelernt vom Thema Stock und Spitzen. Wir haben hier die Betonoberfläche wirklich gespitzt und hat da einen unheimlichen massiven Charakter. Sie sehen hier, das ist das erste, was da gebaut worden ist. Und da waren wirklich 3-4 cm wurden da im Spitzhammer weggenommen vom Beton. Und zusätzlich auch das Energiekonzept ist da sehr interessant, weil dieses Gebäude ausschließlich mit solarer Energie auskommt. Und wir unheimlich viel Speichermasse zur Verfügung gestellt haben, wo diese Energie gespeichert wird. Das heißt, das gesamte Sockelgeschoss hier im Beton ist Betonkern aktiviert, da wird die Energie reingespeist und in dem massiven Innenkern geht da. Das sind da die Massivholzwände, was da besonders ist, dass die Massivholzwände im Vergleich jetzt zum eingangs erwähnten Einfamilienhaus mit einer fertigen Oberfläche versehen wurden, einfach auch von einer gewissen Sichtqualität. Und das ist natürlich im Bauablauf unheimlich schwierig war, diese Qualität, die sehen Sie hier, auch als solche zu schützen und zu belassen. Und da auch jetzt Bilder vom fertigen Objekt. Innenraum des Foyers, zwei Geschosse hier. Die Erweiterung des Foyers auf eine kleine Terrasse, der Betonkern, offene Feuerstelle, Einbaumöbel in jedem Geschoss, die Tageskaffee, der Kaffeebereich. Die Büroräume. Wir dürfen meistens auch bei allen unseren Projekten auch die Innenarchitektur mitentwickeln, das Mobiliar entwickeln, wie auch hier Kombination Linoleum, Holz und für die Akustik den Vlies, weil wir in diesem Bereich auch keine abgehängte Decke haben. Wir haben nur im Gang abgehängte Decken, die auch gleichzeitig die Versorgung haben, und über den Türen blasen wir dann mit der kontrollierten Wohnraumlüftung ein. Ja, das war das Letzte. An was arbeiten wir gerade? Dieses Projekt ist auch gerade fertiggestellt worden, ist die Straßenmeisterei in Salzburg, Zentrale für die Straßenmeisterei in Holzbauweise, auch für die BWT und seine Erweiterung, 5 Bauetappen. Die dritte ist zurzeit gebaut, ja, wir arbeiten gerade an der vierten. Und das zurzeit im Bau befindliche Gemeindezentrum, auch ein gewonnener Wettbewerb in Kuchl, auch in Holzbau. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, danke Tom für deinen tollen Vortrag. Cool.
Es zeigt wahrscheinlich das Spektrum sehr deutlich, in dem du da arbeitest, also von sehr kleinen bis doch sehr großen Projekten bunt gemischt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, jetzt auch Fragen zu stellen und eine kleine Diskussion zu führen. Ich möchte vielleicht mit einem anfangen. Du hast am Anfang erwähnt, dass die Bebauungsbestimmung oder dass die übergeordneten Konzepte jetzt im Bongau mehr und mehr zurückgehen. Zumindest habe ich das so verstanden. Also was den Bebauungsplan anbelangt, kannst du da ein bisschen was Genaueres sagen, wie die Situation da jetzt ist, also hinsichtlich von regulierenden Maßnahmen, kontrollierte Entwicklung einer ländlichen Zone? Ja, früher hat man über die Bebauungspläne, und zwar mit sehr starken Reglements in den Bebauungsplänen, wirklich Vorschreibungen von Dachneigungen bis hin Dacheindeckungen etc. Das ganze Bauen mehr oder weniger in den Griff zu bekommen. Das war einfach der Versuch der Politik, das irgendwie an den Ort zu binden. Man ist aber dann relativ schnell drauf gekommen, dass es wahrscheinlich von Kollegen von uns aber wieder in Frage gestellt wird, ob das das Richtige ist, ob man eigentlich das so einschränken sollte, ob man da ein bisschen mehr Freiheit geben sollte. Das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass die Bürgermeister, und zu mir wörtlich in meiner gesagt, wir machen dann so ein Versuchsareal, da könnt ihr dann alles bauen, was da möglich ist. Und davor ist mir richtig gegraut, und ich muss sagen, mittlerweile sind wir so weit, dass genau diese Versuchs, zwar nicht offiziell, aber inoffiziell, weil es gar kein Reglement mehr gibt, eigentlich am Land herumstehen. Das sind die Baulandsicherungsmodelle, die gut gemeint sind jetzt vom sozialen Ansatz her für die junge Bevölkerung, Grundstück nur zu lukrieren, aber jetzt in keinster Weise mit einer Leitidee in Form einer Bebauung etc. Und es geht hin bis zur Zersiedelung bzw. bis zu den Strips, die einfach bei uns am Land mit diesen anonymen Industriearchitekturen da das ganze Land und den Charakter da bis zu einem gewissen Grad verschandeln. Und die Problematik ist da im Raum, glaube ich, eh bekannt. Also ich würde mir jetzt wieder ein bisschen mehr Reglement, vernünftiges Reglement wünschen, und ich freue mich schon wieder auf das nächste Haus mit Satteldach, weil mittlerweile bauen alle mit Flachdach, es stehen ganz banale Sachen herum, und ich glaube, die Qualität kann man einfach nicht über einen Formalismus definieren, sondern die muss jeder anders versuchen, einen Zugang zu finden. Das wahrscheinlich doch immer noch wahrscheinlich eine sehr beliebte Bauform ist oder Wohnform ist, dass da offensichtlich ja noch immer nicht wirkliche Konzepte gibt, die vielleicht Alternativen zu dem darstellen. Weil so, was du jetzt gezeigt hast, das sind ja doch immer mehr Einzelobjekte, die da stehen. Mhm. Und die stehen dann da mit vielleicht so ein paar formalen also Vorgaben oder auch nicht. Das pendelt einmal zwischen sehr streng bis gar nicht mehr. Aber darüber übergeordnet jetzt ein städtebauliches Leitbild fürs Land gibt es, glaube ich, nach wie vor nicht. Ist ja politisch total uninteressant oder unattraktiv, weil es einfach nichts für potenzielle Wählerstimmen ist. Weil so ein Leitbild, die Qualität eines Leitbilds, würde man ja wahrscheinlich erst in Jahrzehnten sehen. Das heißt, das ist ja nicht etwas, was sofort reflektiert im Sinne einer qualitativen Aussage. Das ist das Unverständnis der Nachhaltigkeit in der Bauplanung. Ja, aber es ist ja eigentlich dann so, also das heißt aber von der Architektenschaft, und so wird das jetzt auch nicht irgendwie forciert, weil Otto, du hast ja immer wieder mal dich ein bisschen engagiert, jetzt da solche Themen aufzugreifen. Ne? Vielleicht magst du auch was dazu mal sagen. Gib doch mal das Witzchen auf. Ich habe von da her viele Sachen gesehen und bin eigentlich, was man nur so ein bisschen spürt, also im Vortrag ist in der Realität ja viel, viel dramatischer oder viel, viel weitläufiger alles. Was mich sehr beeindruckt hat, also das ist eigentlich, was seine Qualität, das vielleicht ich mal in den Raum stellen, dass er sich da hineingearbeitet hat in diesen Bongau Pinzgau wie ein Indianer und einfach überall gewisse Markierungen, also ohne dass ich jetzt mit einem großen Konzept irgendwo auftrete und also politisch sozusagen die Kehrtwendung machen will, sind es lauter so kleine Nadelstiche von der Platzgestaltung bis zu einem Haus, bis zu einem Ladenbau und so weiter, also wo du überall eigentlich von innen heraus
versuchst bei ganz verschiedenen Bauaufgaben Qualität zu machen, um das den Leuten vorzuführen, und irgendwie wird es in einer gewissen Epoche mal dann Wirkung zeigen, und ich glaube, das ist eher die, auch dein Erfolgserlebnis, oder? Weil also bevor der Tom Lechner dort begonnen hat, hat es so fast nichts gegeben in dem Landstrich, und plötzlich sind so wie die Schwammerl eigentlich diese Dinge überall, du hast auch Industriebau, andere Sachen, und du hast dir vieles nicht gezeigt, der hat ja riesen über. Der hat ja nicht einmal ein Fünftel oder ein Sechstel von dem gezeigt, was er gebaut hat in den 13 Jahren. Und das ist eigentlich das, was von Ihnen heraus wächst. Also es ist ein ganz anderer Ansatz am Land, offenbar. Also wo wir nicht denken, jetzt brauchen wir dort einen Bebauungsplan, blablabla, sondern das kommt, er hat diese Netzwerke, das ist, vielleicht kann er über das erzählen, wie er sein Büro hat, mit der Budel, mit dem Tresen, mit dem Bierausschank, oder also diese Art von Qualität, wo er in der sogenannten Provinz mit dem Anspruch, doch Architektur zu machen, seine Netzwerke baut. Und das sind andere Netzwerke wie die planlichen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Bitte. Ja, für uns war es ein bisschen. Der Vortrag war so glatt. Das geht ganz anders. Ja. Über die Band musst du mal was erzählen. Bitte? Über die Band. Ja. Nein, aber Otto, du hast was natürlich sehr Wesentliches gesagt. Und zwar, ich habe sofort wie wieder zurückgekommen bin, habe ich mir natürlich jetzt einmal nicht nur jetzt von der Baukulturseite her dem stellen wollen, sondern ich habe auch einen Zugang zur Gesellschaft finden müssen. Und das ist einfach so schwierig, weil unsere Kollegen einfach, wir haben eigentlich eine eigene Sprache, gell? Wir werden einfach nicht verstanden. Und dadurch sind wir einfach so von der Gesellschaft einfach nicht, wir werden nicht wir werden nicht verstanden, wir werden dann als Provokateure hingestellt, etc. Das heißt, ich habe dann lernen müssen, eine Sprache zu entwickeln, um es mir selber leichter zu machen, gell? Und die verständlich waren. Und es war so schwierig, weil in unserer reduzierten Formensprache auch die planliche Grafik in der Plandarstellung so reduziert war, dass die ersten Kunden gesagt haben, ja, das soll jetzt mein Traumhaus sein oder diese einfache, so archaische Form. Und wir haben Systeme entwickelt in der Präsentation, wo wir gar keine Fassaden gezeichnet haben, weil es immer um dieses Thema, Architektur ist Emotion, ist ein gewisser Status, ich will zeigen, was ich habe, ich kann mir jetzt ein Haus leisten, dass man weg von diesen Klischee-Definitionen kommt und dass man mal wirklich ums Wesentliche diskutieren kann. Und habe dann auch gelernt, eigentlich darf ich die Architektur nicht mit den Qualitäten verkaufen oder nicht primär, wie ich sie sehe oder wie ich sie konzipiere, sondern ich muss einen Mehrwert für den Kunden herausarbeiten. Und diese Architekturqualität, die muss ich ihm einfach dann so nebenbei mitliefern. Und viele, glaube ich, haben das gar nicht gemerkt, dass sie vielleicht Qualität gekriegt haben, zumindest vom Anfang an nicht. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Mittel, wie man das macht. Die ersten Sachen, jetzt bist du jung, kommst von Berlin retour und machst ein Büro auf, und dann glaubt man jetzt rennen wir an die Türen, gar nichts war. Also das erste Haus oder Konzept für meine Schwester, die hat zu einem Bauernhof geheiratet, die hat ein Austraghaus bauen dürfen. Ich habe ein Konzept entwickelt, ganz einfaches Holzhaus mit Satteldach. Sie hat es ihren Schwiegervater gesagt, der hat gesagt, so ein schieres Haus kommt da sicher nicht her. Das müsst ihr euch vorstellen. Dann sind wir zum Bürgermeister gegangen, ja, Katastrophen, das schaut ja aus wie ein Stall. Also Stall war was Abwertendes, gell? Weil das Haus ist ja Status, das muss sowas hermachen. Gott sei Dank hat es keinen Familienclinch gegeben, ich habe mich von der Aufgabe zurückgezogen, ich habe gesagt, liebe Schwester, da hast du dazu mal 20.000 Schilling, das ist mein Beitrag, geh zum Baumeister und lass dein Haus bauen oder planen. Und genau mit diesen Aufgaben und mit dieser Vermittlung dann und mit den ersten Kunden habe ich dann Exkursionen gemacht. Ich habe ja nichts herzeigen können, bei uns war ja nichts. Und ich habe immer, und es muss greifbar sein, weil es bleibt so abstrakt, wenn ich sage, ja, das ist jetzt, und dann sagen sie, haben sie schon was gebaut? Nein, ich habe nichts gebaut, ich bin ganz ein junger Architekt, aber ich weiß jetzt, dass es gut war. Und dann habe ich aber ein paar Bauherren zusammengetrommelt und sind dann, ja, immer Vorarlberg war natürlich aus dem Holzbau eigentlich auch aus dieser Weiterentwicklung der Tradition für mich schon ein bisschen ein Vorbild, am Anfang fast ein bisschen zu stringent, dass ich mir mehr Menschlichkeit gewünscht hätte, dass man das noch reinbringt. Und da sind wir raufgefahren und plötzlich
haben meine Bauern gemerkt, ja, das ist ja nichts Fremdes. Das steht da in der Natur, das steht da im Land, das steht in einem Ort drinnen, das verwittert die Fassade, da leben Leute drinnen, da werden Kinder groß, das ist keine Krankheit, Architektur. Ja. Und so haben wir dann die Möglichkeit gehabt, die ersten zwei, drei Einfamilienhäuser umzusetzen, nach wie vor mit schwierigen Genehmigungsverfahren. Aber das war dann irgendwie so der Zugang und auch die Kommunikationsebene, mit der ich versucht habe, das zu transportieren. Und irgendwann habe ich ja dann speziell dem Bürgermeister und den Behörden gegenüber einfach aufgehört zu kämpfen. Und das war ein wesentlicher Punkt. Also ich war wirklich die ersten, bin beim Bürgermeister jeden Tag bei der Tür gestanden und habe den wirklich, ja, und versteht das nicht. Und ihr seid ja so engstirnig, wirklich so sehr. Und dann habe ich irgendwann, das hat mich so viel Energie gekostet, und dann habe ich das Konzept zum Bürgermeister gesagt, nein, das wird sicher nicht gebaut. Und ich habe gesagt, okay, dann bitte erklärst dem Bauherrn, bauen wir es nicht. Bin gegangen und auf einmal habe ich eigentlich kein Feedback mehr gegeben. Dieser unsachlichen Diskussion war ja nie auf der fachlichen Ebene, immer emotional. Und da hat es keinen Widerspruch. Ich bin einfach gegangen und plötzlich ist das alles irgendwie, natürlich mit sehr vielen Initiativen vom Norbert Mayer in Salzburg und mit den Kulturvereinen in Goldegg, mit den Engagements, dass sie gemerkt haben, es gibt was, vereinzelt wird jetzt was anders interpretiert, vielleicht ist das die Chance, das wieder aufzubrechen. Und es ist aufgebrochen, aber fast jetzt, wie auch erwähnt, fast schon ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt seit Anfang dieses Jahres in drei Gestaltungsbeiräten, unter anderem in Zell am See, und wir haben gestern wieder Sitzung gehabt und mir graut, was da passiert. Und immer mit der Legitimation, wir brauchen nochmal 20 Zimmer, noch einen Stock drauf. Das ist furchtbar, ich habe gesagt, baut es, in 10 Jahren kommt eh kein Gas mehr. Ja, weil ihr verkauft so alles. Und jetzt, wenn man so betrachtet, eben die kleineren Projekte, also kleinere, Einfamilienhaus und Ähnliches, dann der Sprung zu den größeren Strukturen, wie ist das dann passiert? Ist das dann eher über Wettbewerbe gelaufen oder gab es dann auch Leute, die quasi einen Betrieb hatten, wo sie die dann da engagiert haben, oder beides? Oder beides, ja. Sowohl als auch das eine über Wettbewerbe und das andere auch über private Aufträge, wobei da natürlich für uns eine ganz neue Komponente im Planungsprozess dazugekommen ist, nämlich die, dass man plötzlich ein Projektmanagement gegenüber hat, dass man plötzlich als Teil einer Gruppe oder eines Systems funktionieren muss und dass da jetzt nicht Zeit ist, jetzt noch lange über Architektur zu diskutieren, weil jetzt ist das, warte, du weißt es, ihr wisst es halt. Und da als junger Architekt, wo ich vorher fast alle Zeit der Welt gehabt habe, mit den Bauherren was zu entwickeln, die Handwerker haben erkannt, die haben alles ausgesprochen. Und plötzlich musst du auch jetzt von der technischen Planseite plötzlich Qualität liefern. Und das ist natürlich, das war ein wahnsinniger Sprung. Ich habe da sehr gute Mitarbeiter, Gott sei Dank, wie lange könnte es sowieso nicht, das ja eine ganz andere Ebene plötzlich ist. Ja, dann, es gibt eine Frage. Ich möchte mal auf Ihre anfangs angedeutete Frage der übergeordneten Siedlungskonzeption zurückkommen. Das Bauen im ländlichen Raum mit all den Begleiterscheinungen, die wir beklagen, ist ja verwurzelt in einer Individualisierung der Bautätigkeit. Das heißt, auch dann, wenn eine Gemeinde, Sie haben von Baulandsicherung gesprochen, ein soziales Projekt im Sinne des lokalen Gemeinwohls ansteuert, mündet es wieder in einer Parzellierung und wieder in einer Individualisierung der einzelnen Bautätigkeit. Und das mag dann im einen oder anderen Fall eine geglückte Architektur sein, aber an dem Problem der Siedlungsstruktur ändert es überhaupt nichts. Kann ein Architekt, der in dem Maß erfolgreich ist im Sinne von Beeinflussung der Mentalitäten, der Baumentalitäten, nicht den Versuch starten, den Gemeinden klarzumachen, dass sie gerade in so einem Fall auch eine gestalterische Verantwortung übernehmen, indem sie früher hat man das Siedlung genannt, und das hat es ja in hervorragenden Beispielen immer wieder gegeben, als Bauherr auftritt oder als Investor unter Anführungszeichen oder als einer, der die einzelnen Bauwünsche, die Nutzer so koordiniert, dass man eben von diesem freistehenden Einfamilienhaus wegkommt und in
solchen Siedlungen, in denen Sie bevorzugt arbeiten, zu dichteren, aber nicht nur zu dichteren, sondern auch zu, ja, zu räumlich einfach humaneren Lösungen kommt, die was mit lokaler Gemeinschaft zu tun haben. Es gibt ja solche Beispiele. Vorarlberg gibt es ein paar, die mir bekannt sind, wahrscheinlich woanders auch. Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie in die Richtung Einfluss nehmen können? Einfluss nehmen weiß ich jetzt nicht direkt, aber ich würde es mir wünschen, in diese Richtung arbeiten zu dürfen. Aber wenn man jetzt den sozialen Wohnbau hernimmt, dann ist der sowas von uninteressant, weil er einfach so normiert wird, dass es innovative Konzepte gar nicht mehr zulässt. Das heißt, der ist reglementiert über die Dichte, über die Barrierefreiheit, über die ganze Normierung, Zimmergrößen etc. Das heißt, dass individuelle Konzepte, wie gesagt, Generationen wohnen und solche Formen von zukünftig möglichen Wohnungsformen eigentlich gar nicht möglich sind in dieses Korsett. Und da muss eigentlich auch wieder die Politik eine Absichtserklärung zu machen. Ist das Einfamilienhaus, natürlich nicht als solitär, aber in der Gruppe, ist es noch unsere zukünftige Wohnform? Und ich glaube, das kann es nicht mehr sein. Also es müssen so innovative Konzepte her, wo ich mich sehr freuen würde, wenn sowas passiert. Die wenigen, die ich kenne, sind meistens bleiben oberflächlich, sind meistens jetzt von der Konzeption her ein bisschen alibimäßig, weil natürlich auch das Umdenken in der Gesellschaft passieren muss. Also in der Gesellschaft war das Einfamilienhaus von der Geschichte her war nie leistbar. Das war immer ein Bautypus für die reicheren Herrschaften. Da hat man in Stein, hat man massiv gebaut. Und irgendwann dann bei uns, zumindest versuche ich das für mich so zu verstehen, ist ja dann die wirtschaftliche Hochkonjunktur gekommen, auch natürlich über den Tourismus, und dann hat sich plötzlich der kleine Private jetzt plötzlich ein Haus leisten können. Das ist ja in unserer Generation, in den Genen ja verwurzelt, sich etwas Eigenes zu schaffen und das jetzt wieder aufzugeben im Sinne einer sozialen Verantwortung, im Sinne einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Bauaufgabe, das, glaube ich, braucht wieder Generationen. Aber es bräuchte Zukunftsprojekte, die in die Richtung gehen. Also vielleicht könnten ja diese wiederbelebten Baugruppen da in die Richtung was bringen. Mir ist nur ganz klar, dass das in Wien und in jeder großen Stadt von der Zahl der möglichen Beteiligten her leichter zu organisieren ist. In einer kleinen Gemeinde scheitert es wahrscheinlich an der Zahl, die interessiert und in der Lage und willens ist, als eine Baugruppe zu agieren. Wahrscheinlich nicht. Ja, dann, falls es keine weiteren Meldungen gibt, dann danke für den Vortrag. Danke für die Einladung. Es gibt wie immer ein Buffet. Im Zusammenhang mit der Firma Bene noch danken, die immer so nett uns da die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und das fürs Buffet sorgt. Ja, danke für den Vortrag. Bitte. Danke.